Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Mit mir, dem Vampire Girl 3672 und auch wie immer mit unserer guten Heather. Ich habe ja jetzt echt schon eine Ewigkeit hier nicht mehr aufgenommen und deswegen weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, wie die Steuerung geht. Okay, so ist Seitenschritt. Oh yeah, ich mache einen coolen Moonwalk. Yeah, ich dance. Ich bin die coole Heather. Oh yeah, 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 yeah. Das ist genau Waffe ziehen. Bam, bam, bam. Was ist das? Achso, ja klar, war Seitenschritt. Das ist die C-Taste, genau. So ging Rennen, ne? Ja, genau. Und das war hier Taschenlampe. Alles klar. Gut, dann weiß ich jetzt wieder Bescheid und wir gehen mal hier durch. Wo ja vorher das Bild war, was wir im letzten Part verbrannt haben. Das weiß ich noch. Und. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ohne Scheiß. Oh, das ist so. Ih. Das ist so eklig, ne? Was ist denn das hier? Ich möchte gerne wissen, was das ist. Ach Mann. Ich habe übrigens die Geräusche nochmal ein bisschen runtergestellt, also Musik um 2 Punkte, sag ich mal. Und sie läuft die Stufen irgendwie komisch runter, egal. Die Soundeffekte habe ich auch nochmal um einen Strich, Punkt, wie auch immer, runtergesetzt, weil ja irgendwie dieser Power Producer auch wieder etwas lauter aufnimmt als der andere. Glaube ich jedenfalls, ja doch. Und ja, ich denke mal, das wird so gehen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Der Rest des Märchens, das ich vorhin gelesen habe? Fragezeichen. Mal gucken. Sieht so aus. Stimmt, wir haben ja im letzten Part auch dieses. War das im letzten Part? Oder im vorletzten auf jeden Fall haben wir irgendwie schon mal den ersten Teil eines Märchens gelesen. Sie meinte ja irgendwie noch so, oh, wieso habe ich denn das nicht damals zu Ende gelesen oder so? Verdammt, irgendwie sowas war da doch. Die Priesterin kam der Bitte des Königs nach und ging zu den Toren des Dorfs. Aber als sie das Ungeheuer sah, versuchte sie es mit Worten zu überzeugen, statt es zu töten. Schweig still, du, ich werde dich auffressen. Das Ungeheuer schenkte den Worten der Priesterin keine Beachtung. Doch sie versuchte ohne Unterlass, das Ungeheuer zum Aufgeben zu bewegen. Es ist falsch, Menschen zu fressen, weißt du? Als ob das Ungeheuer interessieren würde, mal ganz ehrlich. Naja, egal. Dies erzürnte das Ungeheuer dermaßen, dass es die Priesterin mit einem einzigen mächtigen Schlag tötete. Alter. Och, Menno. Arme Priesterin. Aber so kann das Märchen ja nicht enden. Mal sehen. Wo führt mich diese Tür? Oh, Scheiße. Ich habe jetzt schon wieder solche Angst, ne? Diese Geräusche. Okay, ich habe die Pistole ausgerüstet. Kamera hinter Heather platziert. Und, ach komm. Hab keine Angst. Vampire-Girl. Und du auch nicht, Heather. Wo geht's denn lang? Da geht's um die Ecke. Oh, wo ist denn das Viech, Alter? Komm her, wenn du dich traust. Oh, es ist gerade so laut. Es ist gerade so laut. What the fuck? 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 Halleluja. Wie viele sind das denn hier? Oh, hier ist noch irgendwas. Oder bist du noch nicht tot? Scheiße. Ach, das war es doch. Alter, wieso hört denn dann die Musik nicht sofort auf? Sie ist offen, okay. Fuck you, fuck you, fuck you. Alter, scheiße. Wieso muss ich mich immer so gruseln hier? Ich bin so eine Angstscheißerin, ne? Nein, wieso ist die Tür offen? Wieso ist die Tür offen? Nein, das will ich nicht. Oh Scheiße, ich erinnere mich an den Raum. Ich erinnere mich an den Raum. Aber ich habe das hier letztens schon Offplay irgendwie gespielt und da war der Raum seltsamerweise irgendwie nett zu mir. Und hier passiert sowieso noch nichts. Erst wenn ich da drin bin. Aber ey, kann man das sehen? Ist da ein Monster unterm Bett? Ist da ein Monster unter dem Bett? Das kann ich gerade so schlecht erkennen. Oh, ich habe Angst, ne?
Nein. Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Wenn da jetzt was kommt, nicht erschrecken. Mir nicht? Okay, dann sofort wieder raus, schnell. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Hier ist echt nichts gekommen? Lol. Also ich schwöre, auf normal ist hier was gekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Diese Tür sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Was sagt denn eigentlich die Karte? Was sagt denn die Karte? Ich glaube, geradeaus kann ich durch und hier kann ich nicht hin, oder? Genau, das Schloss ist nämlich kaputt. Dann gehen wir mal hier hin. Nein, 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 nein. Wetten je, jetzt kommen hier wieder Monster. Natürlich kommen hier wieder Monster. Wer hätte es nicht erwartet? Ach, warte mal eben kurz. Ach so, das ist Pause. Bei Silent Hill 2 ist die Steuerung genau umgekehrt. Ehrlich. Oh, ich bin ja leicht verletzt. Sehe ich mal gerade so. Soll ich mich heilen? Nee, ich glaube nicht. Warte. Waffe, 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 Waffe. Wieso habe ich denn... Ach so, Vorräte. Ich habe mich schon gerade gewundert. Wieso habe ich keine Dings mehr? Keine Kugeln für die Pistole? Aber habe ich ja noch. Hier, 132. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und Schrotpatronen habe ich auch noch jede Menge. Und Heilung habe ich sowieso ganz viel. Ach komm, nehmen wir mal einen Gesundheitstrink. Ja, verwenden. Genau, Wunderbärchen. Ich habe Angst. Rein. Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott. I'm afraid. Wo denn? Ach, da kommt es her. Komm her. Stirb, du Mistvieh. Und nochmal. Kabam, 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 kabam. Okay, so oft drauf treten muss man gar nicht, aber ich mach's gerne. Monster vermöbeln. Leute, ich habe gerade so Schiss, ne? Sie ist offen. Alter, was sollte denn das? Nein. Oh wehe, es kommt was hinter mir jetzt, ne? Hallo. Ist da was? Nein. Rein. Alter, 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 Alter. Wo bin ich? Okay, hier scheint es ja ruhig zu sein. Was ist das? Ich habe eine Silbermünze. Oh, schön. Wo guckst du eigentlich hin? Ist da hinten noch was? Egal. Die Lampe beleuchtet einige alte Silbermünzen, die ich schon mal gesehen habe. Ich habe vorher eine genommen. Also sollte ich eigentlich nicht noch mehr nehmen. Ich bin schließlich keine Diebin. Auch wenn ich wie eine aussehe. Egal. Obwohl ich mich manchmal wie eine benehme. Ja, oder so. Vor allem wie ein benehme. Druckfehler. Ich benehme mich wie ein Dieben. Jo. Ich nix Deutsch. Da drüben sind ganz normale Münzen und Scheine. Ich könnte das Geld vielleicht noch gut gebrauchen und es wäre natürlich schönes zu haben. Aber ich glaube, ich lasse es sein. Warum denn? Ich hätte es genommen, mal ganz ehrlich. In einem Ort wie diesem, der... Ich dachte, da wäre irgendwas unterm Tisch. Halleluja. Weil hier braucht es doch eh keiner mehr, oder? Im Ernst. Na? Nur ein alter Automat. Der hier spuckt Getränkedosen aus. Wenn ich es mir so recht überlege, ich habe Durst. Aha. Aber es wäre unheimlich, hier etwas zu trinken zu kaufen. Na und scheiß drauf, du hast Durst, also kauf dir was. Wir haben doch jetzt eine Silbermünze. Hier. Silbermünze. Sie hat in etwa die Größe eines 25-Cent-Stückes. Irgendwie kommt sie mir sehr alt vor. Sie kommt dir sehr alt vor. Achso, okay, ja, stimmt. Egal. Yay!
Ein Schlüssel. Was für ein Zufall. Ich habe einen Lebensversicherungsschlüssel. Lebensversicherung? Okay. Aber es ist doch auch echt komisch, ne? Sie wirft hier eine Münze rein, um sich eigentlich was zu trinken zu holen. Und was kriegt sie? Eine leere Dose. Obwohl nicht ganz leer, mit einem Schlüssel drin, aber das ist natürlich auch genau, dann wird dich diese Dose erwischt, ne? Ist ja mal so klar. Ich weiß gerade nicht. Soll ich hier hingehen? Warte mal, wo brauche ich den Schlüssel überhaupt? Mal ganz ehrlich, das weiß ich gerade nicht. Warte, 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 warte. Die Türen dort habe ich ja aufgeschlossen vorhin. Mit dem Fahrstuhl könnte ich fahren, weil sonst ist ja alles kaputt und nicht zu. Genau, warte mal. Was ist hier oben? Nee. Andere Richtung, glaube ich. Ach ja, Monster, genau, warte. War hier nicht irgendwas? Ja, hier ist doch eine abgeschlossene Tür. Oder nee, Quatsch, die ist doch auch kaputt. Warte, 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 warte. Ich bin jetzt hier und muss wohin? 1F, 2F. Ich bin gerade zu blöd, um die Karte zu lesen, wisst ihr das? Aber das hier sieht doch verschlossen aus. Ja, doch, stimmt, genau da muss ich hin. Ja, ist doch dann richtig. Okay, also ich muss nach 1F, alles klar. Nee, ist richtig, alles klar, okay. Okay, 1F. Gott sei Dank. Ich habe mich hier letztes Mal so erschrocken, als ich im Offplay das hier schon gespielt hatte, da hat mich nämlich ein Hund angegriffen. Oh, wenn das jetzt über Headset auch passiert wäre, ich glaube, ich wäre in meinen PC reingesprungen und hätte nicht weiter aufnehmen können vor Angst. Genau. Vor Angst. Das ist das richtige Wort. Okay. Ja. Ist klar. Ich will nicht mehr. Wieso wollte ich Silent Hill aufnehmen? Wo ist denn hier die 1? Ach so, doch, da, klar, ja. Mir ist gerade gar nicht gut. Irgendwie nicht, nee. Ach so, hier ist ja nur das eine Monster, genau. Tust mir jetzt nichts, ne? Ja, das doch nicht. Okay. Wo war das hier noch gleich abgeschlossen? Hier vorne, ne? Ja, hier müsste es sein. Ich habe den Lebensversicherungsschlüssel benutzt. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Oh ne. Oh ne. Oh ne. Was ist denn hier? Ach, keine Ahnung, kaputt. Und hier auch kaputt. Nein, da muss ich ja hier da lang, wo die Geräusche herkommen. Ach, nee, Leute, erstmal Pause. Ich mach dann, obwohl so fühle ich mich nicht sicher, wenn es Pause ist. Ich gehe lieber ins Menü, da bin ich auf jeden Fall sicher. Okay. Wir sehen uns hier im nächsten Part, würde ich sagen. Und bis dahin, macht's gut. Euer Vampire Girl. Alter.